Nachdem gestern die Inflationsdaten aus den USA zum Vormonat nur um lediglich 0,3 statt wie erwartet um 0,4% gestiegen sind, sieht man viele Kommentatoren an der Wall Street, sieht man amerikanische YouTuber, die ich eigentlich sehr schätze, die sagen, also im Juli, spätestens im September werden die Zinsen sinken. Das ist ein Gamechanger, diese Zahl. Das alles, nachdem seit Jahresbeginn im Grunde die Inflationszahlen deutlich über der Erwartung gelegen haben. Jetzt ein Monat ein Ticken unter der sehr hohen Erwartung von 0,4 zum Vormonat. Aber 0,3 ist auch relativ kräftig. Jedenfalls ist das ein bisschen ambitioniert. Die Märkte gestern euphorisiert. Ein Dollar abverkauft, Renditen runter, Aktienmärkte nach oben, als gäbe es kein Morgen. Und heute hat die Fed versucht, diese Euphorie ein bisschen einzufangen und zu sagen, mal ganz ruhig, Kinder, so schnell schießen, da brauche ich ist nett, denn es ist letztendlich nach wie vor ein echtes Problem, ein strukturelles Problem durch diese Faktoren Demografie, Deglobalisierung und Dekarbonisierung plus dann noch diese extreme Stimuluspolitik der derzeitigen beiden Regierung im Gefolge schon dieser Stimuluspolitik der Trump-Regierung. Also da ist letztendlich das Inflationsfeuer ständig wieder angefacht worden und wird weiter angefacht. Wie da die Inflation nachhaltig zurückgehen soll, ist ein bisschen rätselhaft. Und das scheint vielleicht auch die Fed zu ahnen. Heute 4 Fed-Mitglieder, die sich geäußert haben, erstmals nach den gestrigen Inflationszahlen. Und sie alle haben unisono gesagt, nein, nein, die Zinsen werden jetzt erstmal nicht sinken. Und das wollen wir uns mal anschauen an einem Handelstag, der wieder ziemlich ruhig ist, ziemlich dünne Volumina. Selbst gestern, wo wir ja nicht nur die Inflationsdaten hatten, sondern die Einzelhandelsumsätze, also mit so zwei der wichtigsten Daten, die überhaupt für die Märkte greifbar sind, was Wirtschaftsdaten betrifft, ist das Handelsvolumen extrem dünn. Was ist da los? Spielen die Großen nicht mit? Sind das nur Kleinanleger, die hier die Märkte nach oben treiben? Das ist die große Frage. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Starten mit einem Interview, das Williams gegeben hat. Der ist Vizechef des FOMC Open Market Committees, also des Ausschusses, der faktisch über die Geldpolitik bestimmt, und nebenbei noch Chef der New York Fed, die ja herausgehoben ist bei den anderen Fed-Distrikten, weil sie immer, weil das New Yorker Fed-Mitglied oder der New Yorker Fed-Chef immer stimmberechtigt ist, also eine gewisse Sonderrolle hat. Und der sagt, ich sehe keine Notwendigkeit, in the near terms die Zinsen zu senken. Man werde sie auch sehr wahrscheinlich nicht anheben. Und der entscheidende Satz, still lacks confidence, inflation moving sustainably to 2%. Also er ist nicht überzeugt, dass die Inflation in Richtung 2% läuft. Und das war ja immer das, was dieses Codewort über praktisch der Fed ist, an die Märkte nicht überzeugt oder überzeugt. Paul hatte gesagt vor einigen Monaten, ich habe die Hoffnung, dass das so sein wird. Jetzt heißt es, man sei nicht überzeugt, also durch ein wichtiges Fed-Mitglied. Dann später Auftritt von Loretta Mester. Die sagt also, die Zinsen sollten länger hoch bleiben. Risk to inflation have increased. Also die sieht sogar gestiegene Inflationsrisiken. Und deswegen sollte man besser die Zinsen nicht senken. Also auch hier eine klare Absage, ähnlich von Kashkari, bei dem ist das zu erwarten, weil er ohnehin sehr hawkisch ist. Aber auch von Barkin, der so ein Stück weit in der Mitte des Fed-Spektrums ist, der Richmond Fed-Chef, der sagt, die Inflation ist noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Wir müssen weiter abwarten und werden so schnell nicht handeln. Und kein Wunder, die Amerikaner sehen irgendwie nichts von einer abflauenden Inflation. Hier sehen wir mal diesen Anstieg, der hier passiert ist in den letzten Jahren. Unfassbare Verteuerung, und selbst wenn die Inflation in Anführungszeichen nur um 0,3% zum Vormonat steigt, tut sie das ja schon von einem extrem hohen Preisniveau. Und dieses Preisniveau wird weiter gesteigert. Das bringt viele Leute in Schwierigkeiten, vor allem die unteren Einkommensschichten in den USA. Insgesamt ist die Inflation zum Vormonat seit Januar 2021 niemals gesunken und ist in den letzten 4 Jahren um 19,5% gestiegen. Das bedeutet, dass durchschnittlich 5,5% Kaufkraftverlust hier entsteht. Und wenn man das mal auf 4 Jahre rechnet, dann ist man bei einem Fünftel, was sozusagen der Dollar weniger kaufen kann. Also wir sehen, welche Konsequenzen diese ganze Geschichte hat und warum ist für die Fed so wichtig,
wichtig ist, diese Inflation irgendwie in den Griff zu kriegen. Kommen wir zu den Märkten. Die sagen sich, naja, wir werden 2 Zinssenkungen sehen. Genauer gesagt preist man 49 Basispunkte ein an Zinssenkungen noch in diesem Jahr, also 0,49%, um exakt zu sein. Das ist deutlich gestiegen. Ende April waren wir noch bei 29 Basispunkten, also eine gute Zinssenkung könnte man sagen. Wir sehen hier in dieser Grafik, wie das so ein bisschen nach unten gegangen ist, also die Zinssenkungserwartung gestiegen ist. Aber wir haben jetzt in diesem Jahr noch keine Inflation zum Vormonat gesehen, die unter der Marke von 0,3% gewesen wäre. Und diese Grafik stammte um und bei vom Anfang des Jahres. Und wir sehen, wenn es so weitergeht, ich hatte diese Grafik öfter gezeigt schon, aber sie ist essentiell, glaube ich. Wenn es so weiterginge, dann wären wir bei knapp 4% bis November, also wenn die US-Wahlen stattfinden, und 4% ist höher als jetzt. Und jetzt kommt eben der Faktor dazu, dass die Basiswerte sich jetzt verungünstigen in gewisser Weise. Also im Vorjahresmonat ging die Inflation immer weiter zurück oder im Vorjahr. Dementsprechend liegt die Latte jetzt immer tiefer und es ist immer einfacher für die Inflation dann in der Vorjahresermittlung eben deutlich nach oben zu gehen, und das hat eine gewisse Symbolwirkung dann. Heute hatten wir übrigens auch Daten, zum Beispiel die Importpreise, die überraschend stark gestiegen sind mit 0,9%, erwartet nur 0,3% zum Vormonat. Also dass die Exportpreise sind nicht so wichtig, die Importpreise sind wichtig, weil sie direkt auf die Inflationsentwicklung in den USA starken Einfluss haben. Goldman Sachs hat deswegen jetzt seine Schätzungen für die PCE-Daten für den April nach oben genommen und gesagt, wir erhöhen diese Schätzung. Die PCE-Daten werden ja später erst kommen, ich glaube so um und bei in 2 Wochen. Und all das ist natürlich auch, dass die Inflation so hoch ist, auch eine Folge, dass die Fed sehr, sehr spät gehandelt hat. Paul hat ja den Fehler gemacht und andere zu sagen, die ist transitory, die ist vorübergehend. Dann hat man sehr lange gezögert, bis man dann kapiert hat, oh, die ist nicht vorübergehend. Und dann hat man eben sehr schnell die Zinsen angehoben, die jetzt deutlich über der Inflation sind. Wir sind ja über 5% bei den Zinsen, aber nur bei um und bei 3,5% bei der Inflation. Das sind sozusagen die Folgewirkungen. Wer zu spät kommt, muss länger letztendlich arbeiten, könnte man sagen. Aber es drohen neue Inflationsimpulse. Hier sehen wir mal den Bloomberg Commodity Spot Index, der auf den höchsten Stand seit 52 Wochen, also seit einem Jahr, gestiegen ist. Und das, obwohl Öl zuletzt ja wieder ein bisschen runtergekommen ist. Also da sehen wir solche Sachen wie Kupfer, die ein Allzeithoch erreichen. Aluminium steigt, Platin steigt, also alles Dinge, die teilweise in der Industrie eine gewisse Wichtigkeit haben, die werden teurer. Das wiederum wird die Einkaufspreise für die Industrie, für das verarbeitende Gewerbe, für Dienstleister verteuern. Und das werden sie versuchen, wieder weiterzugeben an die Konsumenten. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf den Aktienmarkt ummünzen, gibt es ja die Rule of 20. Das heißt, du nimmst das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500, addierst das mit 20, beziehungsweise nimmst das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500, summierst dazu die CPI-Daten year over year, also die Inflationsdaten zum Vorjahresmonat, und dann kommst du auf einen bestimmten Wert, und dieser Wert liegt weit über dem historischen Durchschnitt. Wir waren schon teurer bei den Märkten, aber wir sind jetzt nicht gerade billig. Wir haben ja die Situation, dass die großen Tech-Werte letztendlich kaschieren, dass die anderen Unternehmen überwiegend gar nicht so gut abschneiden. Heute dagegen Walmart ziemlich gut. Da hat man es geschafft, hier wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Aktie deutlich nach oben, hat dem Dow Jones geholfen, dazu gleich mehr. Die Investor Allocation, also das, was die Leute sozusagen in Aktien haben, ist in den USA auf einem neuen Allzeithoch mit 52%. Cashquote etwas gesunken, und all das in einer Situation, in der die Marktkapitalisierung in Relation zum BIP, der sogenannte Buffett Indicator, der anzeigt, ist ein Markt teuer in Relation zur Wirtschaftsleistung eines Landes, bei 188% ist. Auch hier waren wir nach Corona noch mal ein bisschen teurer, aber es fehlt nicht mehr viel, damit wir diesen Rekord auch einstellen. Die Stimmung ist bullisch am Markt. Hier die Privatinvestoren 40,8% Bullen, nur noch 23,3% Bären. Die Vermögensverwalter sind jetzt investiert zu 89,25%. Das ist ein kleiner Rückgang zum Vormonat, zur Vorwoche. Da waren wir bei 91,5%.
Also bullische Stimmung, und das entlädt sich dann in steigenden Aktienkursen, so wie heute beim Dow Jones, der das erste Mal die Marke von 40.000 Punkten erreicht hat, auch durch Walmart, weil die Aktie deutlich gestiegen ist und damit den Dow ein Stück weit nach oben gezogen hat. Es hat jetzt 873 Tage gedauert, damit der Dow von 30.000 auf 40.000 Punkte steigt. Aha, das ist also relativ schnell gegangen. Schnell ging es wieder nach unten für andere euphorisierte Trader, nämlich in Aktien wie GameStop und AMC. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Die Leute sind teilweise, naja, wie soll ich sagen, begrenzt klug mit dem, was sie da tun. Klar, wer den schnellen Dollar verdienen will und rechtzeitig abdrückt, der kann das versuchen, ist risky, aber manchen gelingt es, den meisten dürfte es nicht gelingen. Die kaufen dann, wenn der Kurs weit oben ist, und dann halbiert sich die Aktie mal, die etwa die GME, also die GameStop oder die AMC, innerhalb von Stunden, wenigen Minuten. Da kannst du nicht mal auf Toilette gehen, sondern musst ständig dabei sein. Danke, dass ihr mitgespielt habt, könnte man sagen. AMC hat das ja genutzt, um das eigene marode Unternehmen auf finanziell bessere Grundlagen zu stellen, indem man sozusagen das blutige Anlegergeld oder das blutige Zockergeld nimmt und eine Kapitalerhöhung macht oder praktisch einen Debt-to-Equity-Swap macht, also praktisch die Aktie immer weiter verwässert, damit immer wertloser macht eigentlich für diejenigen, die sie gekauft haben. Auch das ist natürlich eine Form von Humor. Hier sehen wir nochmal, was wir jetzt heute auch wieder gesehen haben, etwa mit einem etwas schlechteren als erwarteten Philadelphia Fed-Index, etwa mit schwächeren US-Immobiliendaten. Hier sehen wir, der City Economic Surprise Index geht weiter nach unten. Under Armour, kennen Sie vielleicht, hat heute gewarnt, wir haben ein richtiges Problem, wir müssen unsere Schulden restrukturieren, und man warnt davor, dass die Nachfrage nach Textilien einbrechen könnte, und hat jetzt aber erstmal Buybacks, also Aktienrückkäufe genehmigt, um die Aktie irgendwie zu stabilisieren, die zuletzt abgestürzt war. Das ist typisch, man gibt also das Geld aus, um eigene Aktien zurückzukaufen, und warnt aber, dass das eigentliche Geschäftsmodell echte Schwierigkeiten hat. Nochmal zurück zum Makrobild. Wir hatten heute die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Ticken. Ja, sagen wir mal, wie erwartet, aber ein paar tausend weniger als in der letzten Woche. Letzte Woche hatten wir ja am Vatertag 231.000 der Erstanträge. Daraufhin die Märkte stark gestiegen, weil man sich gesagt hat, super, der Arbeitsmarkt schwächt sich ab, kann die Fed die Zinsen senken. Hier sehen wir mal, was letzte Woche passiert ist. Diese hohe Zahl von 231.000 war bedingt auch durch einen massiven Anstieg der Erstanträge in New York. Und was wir heute sehen, ist, dass New York einen extremen Rückgang hat von Erstanträgen. Diese Erstanträge werden ja nach Bundesstaat oder von jedem Bundesstaat ermittelt. Und ich war eigentlich lange der Auffassung, naja, wenn es eine zuverlässige Zahl gibt, dann diese Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe viel zuverlässiger als diese Non-Farm Payrolls, die großen US-Arbeitsmarktdaten, die durch das Burst-Test Model, die durch Seasonal Adjustments komplett manipulierbar sind und wahrscheinlich auch manipuliert sind. Aber auch diese Daten wecken hier gewisse Zweifel, wenn in einer Woche die Zahl der Erstanträge extrem steigt, in der anderen dann extrem rückläufig ist, dann ist das ein bisschen merkwürdig, finde ich. Aber sei es drum, gucken wir uns mal an, was der Dow Jones ja gemacht hat. Wie gesagt, neues Allzeithoch mit 40.000 Punkten, aber gucken wir uns mal den Dow Jones Transports an. Der ist weit weg von seinem Allzeithoch, und da gibt es ja die Dow-Theorie, die besagt, naja, wenn die Transportwerte das nicht mitmachen, dann stimmt irgendwas nicht, aber das ist natürlich Bärengequatsche, dass sie keinesfalls ernst nehmen dürfen, meine Damen und Herren. Interessant heute noch, Microsoft hat jetzt Hunderten von Mitarbeitern in China gesagt, also die gerade jetzt mit KI auch zu tun haben, ihr solltet besser vielleicht euren Arbeitsplatz raus aus China verlagern. Amid escalating tensions between the US and China. Und wir wissen ja, ich habe hier mal ein paar Headlines von Finanzmarktwelt aus den letzten Tagen. Chimerica zerbricht, Zahlungsbilanz, wie sich China vom Westen abkoppelt. Auch China koppelt sich zunehmend ab. Nicht nur der Westen von China, sondern eben auch andersrum. Biden ja mit diesen neuen Zöllen, dann Sanktionen gegen TikTok, Temu-Schein und so weiter. Das ist diese Deglobalisierung, die latent natürlich auch einen inflationären Impuls hat. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen noch.
Oben sehen Sie diese Social Media Button und ich wäre Ihnen froh und dankbar, wenn Sie diese Button klicken würden und sagen würden, dieser Artikel ist interessant, den könnte ich meinem Nachbarn, meinem Freund, meinem wem auch immer empfehlen. Hier sehen wir Jamie Dimon, der mal ein paar Faktoren auflistet, warum die Inflation wahrscheinlich nicht so schnell wirklich zurückgeht. Da sind einige wirklich interessante Punkte dabei. Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite und letzte Empfehlung, bevor ich Sie in den verdienten Feierabend entlasse, Volkswagen kassiert seine ambitionierten Elektroautopläne. Man checkt langsam in der deutschen Autoindustrie, dass dieses komplette Setzen, wie es Volkswagen unter dies noch gemacht hat, auf Elektroautos wohl ein Fehler gewesen ist und muss jetzt umsteuern. Das war ein sehr teurer Fehler. Mit welchen Konsequenzen das jetzt einhergeht, lesen Sie in diesem Artikel. Die zweite Empfehlung auch gerne bitte weiter teilen. Und wenn Sie unbedingt wollen, abonnieren Sie diesen Kanal. Habe ich auch nichts dagegen. Ich sage Servus und Ciao.